meine lieben Schleimfreunde. Heute gibt es meinen zweiten Zufallsschleim. Das letzte Video ist so gut bei euch angekommen, dass wir hier direkt noch eins haben. Ich habe gedacht, ich ziehe mir dieses Mal 7 Zutaten. Und als erstes ziehen wir Fluppis. Na, das fängt ja schon wieder wirklich richtig, richtig gut an. Als nächstes haben wir hier Instant Snow. Auch eine spannende Kombination. Hätte ich so definitiv schon mal nicht gemacht. Weißen Kleber, gut, da kann ich sehr gut mit leben. Den brauchen wir ja auf jeden Fall. Nächste Zutat, die wir haben, Handschaum. Gut, macht's immer ein bisschen fluffig, ne? Und da haut einer ab, dann nehmen wir den doch direkt. Und das ist Duft. Okay, dann fehlen jetzt noch die Foam Beads. Okay, das wird eine richtig verrückte Mischung. Und die Knete. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie da ein geiler Schleim draus werden soll. Dann müssen wir jetzt noch die Farbe der Knete festlegen und die Farbe der Foam Beads. Und das machen wir jetzt mal. Also, die Foam Beads werden grün und die Knete wird pink. Naja, grün und pink, auch schon etwas gewöhnungsbedürftig. Also das Schema setzt sich hier definitiv fort. Gut, dann fangen wir wie immer an und machen unseren Schleim, indem wir den Kleber mit PVA in eine Schüssel geben. Dazu gebe ich dann den Handschaum. Und weil es so gut passt, tun wir den Duft gleich auch noch mit dabei. Und dann wird das Ganze erstmal verrührt. Dann geben wir wie immer den Aktivator hinzu. Ich habe euch ja hier ein Video verlinkt, wie das geht. Und ja, da geben wir ein bisschen was rein oder auch schon ein bisschen ordentlich was und machen das Ganze zu einem Schleim. Und hier seht ihr auch schon, was da passiert ist. Nämlich, ich habe einfach viel zu viel Aktivator genommen und ich hatte einfach einen super harten, flöbbeligen Brockenschleim, den man eigentlich fast hätte wegschmeißen können. Viel zu hart, man kann nicht damit spielen, also er reißt, geht gar nicht. Ich hatte eine kleine Hoffnung, nämlich die nächste Zutat Instant Snow. Instant Snow verflüssigt Schleim immer etwas und deswegen habe ich gehofft, dass das mein Slime sozusagen rettet. Als ich den Instant Snow dann dazugegeben habe und dann auch wirklich wie wild eingeknetet habe, muss ich tatsächlich sagen, dass das auch sehr gut geklappt hat. Also das ist mein bisher schönster Cloud Slime geworden, den ich gemacht habe. Ich bin aber auch da noch am Testen, ob ich nicht vielleicht anderen Instant Snow bekomme. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass der immer aus dem Schleim so rauströpfelt, rausbröselt. Aber sonst hatte ich einen richtig guten Drizzle und da war ich auch sehr mit zufrieden. Also habe ich den Schleim definitiv retten können und wir konnten weitermachen. Ja, jetzt hatte ich irgendwie nur noch Zutaten, die nicht so geil waren, ehrlich gesagt. Habt ihr schon mal Knete in den Cloud Slime eingemacht? Ich auch noch nicht. Deswegen war ich sehr gespannt, wie der sich jetzt da verhält. Und ja, es war irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe dann angefangen, die Knete da reinzumachen. Sie hat erstmal den Schleim schön bunt gemacht. Das ist per se schon mal gut. Und es hat sich auch relativ gut verteilt und ihr seht auch hier wieder, wie der richtig schön gedrizzelt hat. Ihr seht aber auch diesen ganzen Fallout da auf meiner Tapete. Das war tatsächlich nicht so schön. Als nächstes habe ich dann die Foam Beads hinzugegeben. Auch so etwas, was ich eigentlich nie machen würde und es wurde ehrlich gesagt auch nicht besser. Die Perlen haben da überhaupt nicht drin gehalten. Die Farbkombi war tatsächlich nicht schlecht, dieses Mintgrün mit dem Rot, aber naja, ich kann mir da auch irgendwie was Schöneres vorstellen. Er hat aber immer noch schön gedrizzelt. Also insofern war ich noch ganz zuversichtlich. Aber dann kam wirklich das Oberding in Tüten, die Fluppis. Die haben den Slime dann wirklich letztendlich vollends zerstört. Es hat wirklich keinen Spaß gemacht, den zu kneten und mit diesem Schleim zu spielen. Also das war ein Zufallsslime. Den kannst du so gleich in die Tonne kloppen. Das hat von der Textur war das nicht schön. Vom Spielen war das nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Also wenn ihr vielleicht nochmal Bock auf einen guten Zufallsslime habt, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich habe Bock, das nochmal zu machen. Für heute war es das und ich sage ciao, bis zum nächsten Video.